Hallo liebe Freunde und willkommen zurück auf der Ark. Hier ist euer Spooky4F. Und ja, als allererstes muss ich mal sagen hier, es gibt ein neues Update oder ist ein neues Update rausgekommen. Das war 2,9 GB groß oder so. Das beinhaltet, also Ark-Version 502 glaube ich ist es, das hat hier auf dem Titelbildschirm gestanden, kam am 19. Dezember raus, beinhaltet Megalosaurus, Pachyrhinosaurus, Moshops, Ashatina, neue Höhlen, Familienlinien, also Stammbäume oder so irgendwas, Möglichkeiten bestimmt, zufällige Mutationen, neue Optionen und einige Fixes und Optimierungen. Also, das wollte ich jetzt mal vorwegnehmen. Zum anderen möchte ich mich bedanken für die vielen Kommentare und die Hilfe auch unter dem Video. Das freut mich sehr und hilft auch recht gut. Jetzt müssen wir uns erstmal orientieren, was wir hier überhaupt haben. Und was haben wir vor mit dem Let's Play noch soweit? Das wollte ich auch noch erwähnen, denn haben wir noch Fleisch? Ne, ist leer, ne? Oder ne, da ist noch mal eins. Brauchen wir was? Ne, momentan geht's. Ja. Komm, zuerst mal auf die Hilfestellung. Es war ein Tipp, der mir gesagt hat, dass man hier die Bären, wenn die verderben, die verliert man zum Beispiel nicht. Die Kohle hatten wir im anderen Dings. Die bleiben also drin. Im Menü. Aber, die verliert man. Die verderben nicht, die sind dann einfach raus aus dem Menü. So. Ja, so ist es richtig. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ansonsten haben wir alles. Ein Speer haben wir auch. Gut, ich muss jetzt wirklich mal kurz gucken, wie es um uns steht. Stroh können wir nochmal reinpacken hier. Leder haben wir in der anderen Kiste, wenn wir noch haben. Das brauchen wir nochmal alles. Wir wollen ja nämlich die Dings hier bauen. So, hier können wir nochmal das Chateau reinlegen. Ist hier Leder noch drin? Nee. Also haben wir alles Leder verloren. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall sammeln, weil wir wollen ja unseren Mörsel zusammenbekommen. Die Kohle. Achso, Kohle ist auch keine mehr da. Okay. Ich dachte, die hätten wir irgendwo drin. Aber wir holen jetzt mal hier. Sag mal, wo sind die Fasern denn? Die hatten. Sind die auch alle weg? Alles an Fasern, das, was wir dort hinten auf der anderen Seite haben? Eieiei. Ah ne, hier war Holzkohle, das Deck ist voll, okay. Na gut. Leder ist jetzt eins drin. Steine haben wir hier 46, da könnten wir jetzt noch die Holzkohle dabei legen, weil ich glaube, die Steine haben wir doch in der anderen Kiste drin gehabt, oder? Das ist jetzt mal kurz. Also die Bären, nicht wie das Fleisch, wo man dann das Verdorbene im Inventar hat, die verschwinden dann einfach aus dem Inventar. So wurde es mal gesagt. Und ja, das ist schon mal gut, das sind hilfreiche Tipps dabei gewesen. Fasern haben wir jetzt hier 21, die holen wir mal raus. Ey, komm. Ich will dich ja gerne hier haben. Dass wir uns nochmal Shirt und so ein Zweck bauen können. Ansonsten scheint ja hier alles soweit vorhanden zu sein. Und dann gucken wir, dass wir den Mörser da mal hinbekommen. Und halten uns, wenn möglich, von größeren Dinosauriern fern. Oh, cool. Level up. Ah ja, das wurde mir auch noch als Tipp mitgegeben. Dass wir nicht alle in Grammpunkte direkt verteilen soll, sondern später gibt es ja auch noch bessere Sachen. Das habe ich mir eigentlich ja auch schon fast so gedacht. Beziehungsweise das habe ich mal so gedacht. Und ja, so läuft das dann eben. Oh, wir haben ordentlich Fasern hier, glaube ich, bekommen. Da könnten wir doch ja schon direkt mal gucken, ob wir wieder ein Shirt wenigstens und eine Hose machen können. Eine Grammstoffhose hier, ja. Aber nur eins können wir herstellen. Also nicht, noch nicht beides, leider. Egal. Das haben wir dann schon wenigstens mal. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist ja hier. Wo sie dann? Ah ja, hier. So, ziehen wir es an. Ach, so geht das auch schneller. Wunderbar. Wir können noch weiter Fasern sammeln. Achso. Nee, was wir auf jeden Fall machen können, wollte ich damit sagen, das war hier. Das Spiel scheint sich auch stetig weiterzuentwickeln. Ich habe es ja auch auf Steam, ne? Da ist ständig ein Update, also alle paar Tage ist ein Update. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil die Grafikbugs sind anscheinend immer noch nicht ganz weg.
Mal gespannt. Wir sollen uns auch von größeren Dinosauriern fernhalten, hat mir dann einer in die Kommentare geschrieben. Ja, vielen Dank für den Tipp. Das versuche ich natürlich auch. Das letzte Mal ist das ein bisschen schief gelaufen, als wir mal getestet haben, wie weit wir gehen können mit dem Carnosaurus. Naja, muss man eben auch alles mal ein bisschen probieren, ne? Probieren geht über Studieren, und wenn man da so ein. Ich wollte auch hier gucken, ob der uns wittert aus dieser Entfernung. Oh, einer ist auf jeden Fall auch mal interessiert an dieser Enzyklopädie, dass wir eine Enzyklopädie auf meiner Fanpage erstellen. Die ist in der Beschreibung verlinkt. Damit wir die Dinosaurier katalogisieren, so. Weil das wäre die Idee dahinter. Und jetzt gucken wir doch mal. In der nächsten Nacht gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Am Tag gehen wir noch mal ein bisschen auf Erkundung, weil unsere Erkundungstour war ja nicht, ging ja wirklich ein bisschen in die Hose, ne? So, dann essen wir hier mal was. Ihr seht schon, wieder ist die Nahrung recht gesunken. Ach so, wir verteilen hier mal. Auf Ausdauer würde ich auch mal gerne eins machen, weil da waren wir nicht so gut, ne? Geht das überhaupt? Wo ist denn Ausdauer? Ah, hier oben, ja. Hauen wir da mal einen Punkt drauf. So, jetzt haben wir 9 Gramm-Punkte. Jetzt können wir eben gucken. Türen bräuchten wir ja schon. Den haben wir gelernt. Und dann bräuchten wir ja hier auch so ein Zeug, wo wir darin herstellen könnten. Keine Ahnung. Wasserschlauch würde mich auch Bluttransfans. Ja, erhöht deine Gesundheit, aber lässt dich einschlafen. Ah, Narkosemittel. Ah, das kann man zum Beispiel jetzt betäubten Dinosauriern geben, ne? Da brauchen wir den Mörser und Stößel, aber. Füge eine Farbe hinzu, dann benutze die Angriffstaste gegen eine Struktur. Ah ja, der Pinsel. Ja, der ist jetzt mal zunächst nicht so wichtig. Oh, das hier sieht schon ganz gut aus. Kochtopf. Der braucht auch 9 EP schon. Aber den kriegen wir mit Level 10. Welches Level sind wir? Keine Ahnung, ich würde jetzt zunächst mal Level 7. Ich behalte jetzt einfach mal die Punkte noch hier. Lassen wir mal noch weg. Wir haben jetzt den Aufstieg vollführt, ne? Und kriegen wieder neue EP. Ja, wir kriegen, glaube ich, gleich sogar direkt auf Anhieb neue EP. Achso, ich wollte noch gucken, ob wir Shirt jetzt herstellen können. Ja, geht schon. Einwandfrei. Gut, dann ziehen wir nämlich das noch an. Und dann sind wir hier schon nochmal wieder gut gestellt. Oder besser als vorher. Ja, wo bin ich jetzt gewesen? Wo ist denn hier der Strand? Ich sehe gar nichts. Ist so dumm. Ja, hier, genau. Wir brauchen auch Steine und Leder vor allem. Leder bekommen wir zum Beispiel, wenn wir auf die Lophosaurus-Jagd gehen. Das sollten wir aber warten, bis es wieder heller wird, denke ich mal. Wow. Hey, Leute, Fangfrage. Was ist ein Schildkrötendinosaurier am Strand? Ja, richtig, Turtle Beach, MLG Bro. Alter, bist du ein MLG Bro? Oh, Level 5, wa? Ey, den würde ich aber jetzt wirklich gerne hier kassieren, Alter. Oh, es ist immer noch dunkel. Brauchen Standfackeln. Die war um unser Lager hier auch. Ja, züchten wäre geil, ne? Aber keine Ahnung, ob das geht. Ich will den jetzt eigentlich nicht unbedingt angreifen, wenn ich nichts sehe. Das ist nicht so gut, denke ich. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich anderes machen soll in der Nacht. Kann man dich reiten? Lass mich mal auf deinen Rücken springen. Turtle, hey, komm. Yeah, ich war drauf, Mann. Der ist, glaube ich, nicht so begeistert davon. Aber schöner Junge. Ich versuche dann auch Bilder bei Tag besser zu machen, glaube ich. Ich glaube, der gibt bestimmt viel Leder und Fleisch, ey, wenn man sowas erlegt. Und vielleicht auch noch einen Panzer da hinten. Wir brauchen eigentlich sogar noch eine neue Kiste. Haben wir irgendwo noch Holz hier gesehen? Ich hatte doch eben irgendwo. Na, hier können wir schon mal Steine kloppen, zum Beispiel. Wäre auch schon mal ein Anfang. Wir brauchen das ja alles. Ist ja nicht so, als würden wir das nicht brauchen, ne? So, das Ding ist kaputt. Da hinten ist Holz. Machen wir mal die Axt. Was wollte ich machen? Eine Kiste bauen, ne? Ich hoffe, da brauchen wir das Holz dafür. Und nicht viel anderes Zeug. So, da gucken wir doch mal, ob wir die Kiste craften können noch. Weil es ist mittlerweile, haben wir ja doch schon noch mal so viel Zeug, ne? Wo ist sie denn?
Geht noch nicht. Was brauchen wir noch? Ah, Stroh. Okay, also brauchen wir auch noch Stroh dafür. Haben wir noch einen Baum? Einer dürfte reichen eigentlich. Da. Ist da sonst noch was? Nee. Haben wir noch einen kleinen Baum gehabt. Aber gut, das reicht ja schon an Stroh. Immer noch den nächsten. Alter, wie viel Stroh kriegen wir gerade? Oh, Spitzhacke ist broken. Dann reparieren wir sie doch einfach. Und noch mal ein bisschen drauf. Oh, mit. Ja, nicht mit der Hand draufhauen. So. Okay. Es wird heller. Yeah. Da unten ist unser Turtle-Freund noch. Den gehen wir jagen. Das ist mal auf jeden Fall. Wenn das der ist. Ich will keinen so hochleveligen. Keinen so hochleveligen anlegen. Das wäre nicht so geil. Irgendwie müssen wir dann auch irgendwann mal Struktur in die Kisten bekommen. Weil ich habe nämlich keine Ahnung. Da sind wir auch nicht gerade so gut. Oh, hier mal einen Schnellzugriff, dass wir das Ding hier direkt bauen können. So. Machen wir hier auch noch eine Kiste hin, ne? Ah, so, genau. So, was können wir jetzt hier reinschmeißen? Nochmal Stroh, ne? Feuersteine. Upsa. So. Steine hatten wir zwar auch so irgendwo schon Fasern. Jetzt machen wir die Fasern und das Holz mal weg. Lagerfeuer brauchen wir momentan nicht anzuschmeißen, weil wir ja nichts haben zum Kochen. Hier essen wir einfach mal. Ja, sehr schön. Wasser brauchen wir auch gleich wieder zum Trinken. Dazu Beere essen wir auch. Füttern wir uns einfach mal mit Beeren hoch, ein bisschen. So, hier auch. Ich krieg keinen Durchfall hier, ey, und kacke ins Meer wieder, ey. Ah, guck mal, man kann aber auch Beeren konsumieren ohne Ende, ne? Um Nahrung und Ausdauer aufzufüllen und Erstarrung zu verlieren, aber du wirst dabei durstig. Ah, okay, das ist nicht schlimm, wir haben eh schon Durst. Ah, ja, dann gehen wir nämlich gleich hin. Bär macht dich schläfrig. Ja. Habe ich jetzt gerade in meine Bude gekackt oder was? Boah. Und es ist wieder diese Melodie, die für Nahrung steht. Ach, nicht für Nahrung, für dass es hell wird. Hallo. Das Wasser schnell, ja, ich weiß. Haben wir hier. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Jagd. Und zwar, er ist unser Level 5er Freund. Ein schönes Foto noch von dem, glaube ich. Oder? Es ist ja schon halbwegs hell. Komm. Komm her. Komm, stirb ab. Oh Mann, die kommen wirklich im Rudel. Oh, von hinten! Alter, Speer ist gebrochen. Na toll. Alter, dann. Ey, wie will die fressen, oder? Abartig. Ist ja mal. Krass. So, wo sind wir zur Hütte? Die müsste eigentlich hier in dieser Richtung sein, ne? Boah. Scheiße, also die Jagd war auch noch definitiv zu früh auf diese Viecher. Dich würde ich gerne legen. So, holen wir uns mal auch schon direkt mal ein paar Steine hier mit. Boah, was bist denn du eigentlich? Zeig mal her. Zeig mal deinen Namen. Bronto, ja, Brontosaurus. Boah, Alter. Was ist das? Oh, eine Robbe. So, wir brauchen Strom. Moshops. Ach, das ist ein neuer. Ja, Update vom Update her, das ist sehr schön. Was?
Put seltener Pilz in Last Item Slot to feed. Ah. Okay, ich hoffe mal, wir haben hier so einen halbwegs ordentlichen Screenshot von dem. Das war es mit dieser Folge Ark Survival Evolved mit eurem Spooky4F. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei in unserem Dinotopia. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und einen Kommentar sehr freuen. Schaut doch auch mal bei meinen anderen Playlists vorbei und bis dahin, euer Spooky4F. Bye, bye, bye.